Hallo und herzlich willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 3, meine lieben Freunde. Ich möchte mich vorweg erstmal richtig schön bei euch bedanken für den richtig geilen Support in der ersten Folge. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Hälfte der Likes geschafft. Da habe ich das letzte Mal geguckt, da waren es gerade über 500. Deswegen vielen lieben Dank dafür. Jetzt nochmal das Doppelte drauf und dann habt ihr den Song, Freunde, und dann könnt ihr in der Schule damit angeben, dass ihr dort mitgesungen habt. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, machen wir weiter. Wir retten jetzt weiter nicht Luffy, sondern Zorro. Und ich muss mich auch natürlich noch entschuldigen dafür, dass ich in dem Part davor gesagt habe, dass das die Gum Gum Bazooka wäre. Das ist natürlich total falsch. Das ist die Gum Gum Rifle. So, jetzt haben wir es erstmal den Kizuna Drive eingesetzt. Okay. Auch nicht schlecht. Kann ich da auch irgendwie Zorro spielen? Weil ich habe das jetzt noch nicht so ganz verstanden, wie das ganz genau funktioniert. Ich habe das vor Versehen jetzt übersprungen. Ah, ich kann auf jeden Fall Viereck drücken. Dann setze nochmal eine Attacke rein. Ah, okay. Was, wenn ich jetzt mehrmals Dreieck drücke? Ah, okay. Dann kommt er auch mit Dreieck. Ah, okay. Das ist interessant. Da bin ich mal gespannt, ob man das jetzt irgendwie... Tatsächlich, man kann das irgendwie leveln. So, jetzt ist das schon Level 3. Ich glaube, der wird dadurch auch stärker. Verdammt, ich habe das übersprungen. Moment mal, wir testen das. Ja, der macht, glaube ich, auch eine andere Attacke, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ach, Freunde, ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wir können ja auch unten rechts sehen, wie viele Gegner wir schon kaputt gehauen haben. Und zwar schon über 1400. Hammerhart, ey. Nicht schlecht. So, Moment mal, die rotzen wir jetzt hier mal alle weg. Guckt euch das jetzt mal an. Ah, kabum! Alter Schwede, wie viel waren das? 42 Chaos auf einmal. Steht unten rechts. Okay, verwendet Kizuna-Angriffe, um Marinekommandanten zu zerstören. Okay. Zu zerstören? Sind sie Cyborgs? Nein, natürlich nicht. So, wenn du dein Kizuna-Level steigst, werden auch deine Kizuna-Angriffe stärker. Die mit Viereck und Dreieck ausgelösten Kizuna-Angriffe unterscheiden sich je nach Charakter. Passe deine Taktik an, um das meiste aus deinen Charakteren herauszuholen. Okay, ich weiß noch nicht, wie ich das so finden soll, wenn der Charakter immer noch kurz hergesprungen kommt, weil ich fand zum Beispiel den Style aus dem Vorgängerteil fand ich auch jetzt nicht wirklich schlecht oder so. Ich muss das mal testen weiterhin. So, besiege Marinekommandant und suche Morgan. Okay, Marinekommandant haben wir schon mal hier. Verdammt, ich habe noch mein Level noch nicht aufgefüllt. So, jetzt haben wir ein Max-Level. Das ist auch schön. Wir brauchen noch da oben einen. Oder ist es da oben Morgan schon? Ich muss das auch mal ein bisschen besser lesen da unten. Ist immer ein bisschen schwer, währenddessen auch das zu lesen, was die da labern. Aber ich glaube, das Gelaber ist ein bisschen unnötig. Eher die Missionen. Wir suchen mal Captain Morgan. Ich glaube, hier komme ich aber noch nicht durch. Auf den anderen Seiten komme ich auch noch nicht durch. Moment mal, wir machen jetzt mal hier die hier kaputt. So, das kriegt man hin, Freunde. Ich bin da guter Dinge. Aber ich würde jetzt mal gerne wissen, wie ich jetzt zum Beispiel die Power-Attacke einsetze. Ach, verdammt, du kannst mich mal, ey. Wie setze ich jetzt da diesen Kizuna-Power-Angriff ein? Weil das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Okay, jetzt ist hier... Irgend so eine Mission. Ach ja, das sind diese Spezialmissionen. Das wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, dass man so hier ein Spezialevent freischalten kann. Und das werde ich diesmal auch machen. Das ist sogar, glaube ich, hier. Moment mal, das ging, glaube ich, anders, wie man die Schilder kaputt machen kann. Und zwar... Nein. Ja, genau so kann man die Schilder kaputt machen. Wenn man das auflädt, kann man Schilder kaputt machen. So. Geh doch mal da rein. Ich glaube, das ist doch da drinne. Oder irre ich mich jetzt? Verpisst euch, lasst mich vorbei, ich bin Monkey D. Ruffy. Ich glaube, ihr spinnt. So, 2000 haben wir jetzt schon mal, das ist heftig. Ich glaube, im Vorgänger war es so, dass man 2200 brauchte oder so. Also langsam wird es knapp hier, weg. Ich glaube, ich muss diese Teile hier kaputt machen, kann das sein? So, versuchen wir das nochmal. Bam. Ich hoffe, ich kriege das jetzt gleich mal hin mit dieser Mission. Ich glaube, diese Captain Morgan Cup... Statuen muss man einfach alles schrotten hier. Unglaublich, ey. Dass der solche eigenen Figuren von sich hat. Ey, was ist das denn für einer? Wir machen die mal alle kaputt. Ich glaube, dass da irgendwas passiert dann. Da ist auch noch eine. So, wir haben es geschafft. Geschafft, Schatzereignis. So, jetzt kommt's. Jetzt bin ich gespannt. Ich
Okay, das war die Szene, wo einfach Ruffy so ein bisschen Kirby Mut zugesprochen hat. Echt geil, dass es sowas auch in dem Spiel gibt. Also jetzt wisst ihr, man kann hier sowas wie zum Beispiel so eine kleine Nebenmission übernehmen, was hier zum Beispiel auch komplett neu war. Ich meine, das gab es noch nie, dass man jetzt irgendwelche Statuen kaputt machen muss. Und dass man dann irgendwie so eine Art Nebenzeugs da irgendwie freischaltet. So kann man auf jeden Fall diese Dinger kaputt machen. Ah, komm, die sind mir zu doof, die mache ich nicht kaputt. Also, dafür ist mir die Zeit so ein bisschen zu schade, Freunde. Ich glaube, für euch auch. Wir gehen einfach gleich mal zu Captain Morgan. Der ist jetzt hier irgendwo. Captain Morgan, guten Morgen. Wie geht es dir? Ich bin heute ganz lustig. Ich bin Ruffy-Kun. Ruffy. Da ist er. Ein Held ist das. Ein Held. Das Ding in meiner Hose ist ein Held. Glaub mir. Wenn es auf den Tisch blättert, dann tut's weh. Okay. Jetzt hat er irgendwie... Hä, hat er doch so eine Art Stylish-Mode? Ich habe Angst. Irgendwie kriegt er, glaube ich... Wir müssen aufpassen. Zorro, braucht deine Hilfe. Danke, perfekt. Zack. So, wenn dein Kizuna-Level auf Max steht, drücke R2, um den Kizuna-Rush zu aktivieren. Okay, mit R2 können wir das machen. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Kizuna-Rush. So, Zorro, bist du bereit? Wir brauchen volle Power. Okay, wie aktiviere ich das jetzt? Mache ich das so? Tatsächlich. Okay. Gumma gumma no. Drei Schwerter Stil. Und jetzt. Haben wir ihn gekillt? Ich glaube, wir haben ihn gekillt. Nein! Er lebt noch. Egal. Dann beende ich es mit meiner Rifle. Zack. Oh mein Gott, war das ein epischer Kampf. Freunde. Boah, was für eine epische Szene. Das haben die echt gut animiert. シェルズタウンは、モーガンの支配から解放された。結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため、海軍に町から追い出されることになる。実質、町を救ってもらったことには一度感謝している。しかし君ら海賊を前にして、黙っているわけにはいかない。即刻この町を立ち去ってもらおう。せめてもの義理を通し、 本部への連絡は避ける。じゃ、行くか、ゾロ。ルフィさん。君も仲間じゃないのか。え？僕は彼らの。待ちたまえ、君たち。本当かね？俺、こいつが今まで何やってたか知ってるよ。ルフィさん、まさか。 とんでもなく悪いアルビだって海賊がいたんだけど、こいつ2年間もそこで。やめてくださいよ。やったな、この野郎。やめたまえ。君らが仲間じゃないことはよくわかった。今すぐこのまわざとか、わざと僕にけしかけて殴らせて。 また頼ってしまった。僕はバカか。僕を海軍に入れてください。なんだって喜んでやります。中佐、私は反対ですよ。私はまだ君を信用しきれない。まずは素性を調べて。僕は海軍将校になる男です。
海賊にやられた同志は数知れない。海軍を甘く見るな。入隊を許可する。大した猿芝居だったな。あれじゃバレてもおかしくねえぞ。あとはコビーが何とかするさ。ルフィさん、ありがとうございました。このご恩は一生忘れません。また会おうな、コビー。Richtig geile Aktion von Ruffy. Also, so weit muss man erstmal denken können, ey. Das ist schon nicht schlecht. Aber schade, dass ich einen B-Rang habe, gleich in der ersten Mission. Okay. Wir kriegen auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Money, Money, Money. Ist es eigentlich wieder so, dass ich auch wieder meine Levels mit Geld bezahlen kann? So in dem Sinne. Wir haben auch irgendwie ein Puzzle bekommen. Legende 11%, okay. Während du mit bestimmten Crewmitgliedern kämpfst, steigt dein Crew-Level mit ihnen erkennbar an. Der Zahl der angezeigten Ausrufezeichen. Ein hohes Crew-Level bringt verschiedene Vorteile. Darf ich vielleicht mal Nami dann nackt sehen? Okay, nein, das war nicht lustig. Dieser Charakter kann jetzt von Kampfbeginn eingesetzt werden. Du hast die Fähigkeiten Poste dieses Charakters erhalten. Okay, von Zoro haben wir es jetzt. Und von Captain Morgan auch. Kann man den spielen? Ich habe gedacht, das ist nur ein Subcharakter. Aber okay, schauen wir mal. Wenn wir alles noch herausfinden. Ist natürlich ja alles noch so ein bisschen neu irgendwie. Münzen sammeln, das kenne ich noch aus dem alten System. Das brauchen wir jetzt nicht. Möchtest du erhaltene Münzen für Ruffy automatisch einfügen? Ja, können wir mal machen. Können wir mal machen. Ist ja egal, wenn wir anfangs jetzt irgendwelche Münzen haben. Hauptsache, wir haben jetzt irgendwas. So, wir haben jetzt 65.000 Berries, auch schon mal gut. Und wir haben den Freien Lock und den Online-Modus. Bla, bla, bla. So, ich möchte jetzt aber noch ein bisschen weiterspielen. Ist ja blöd, wenn ich nicht alles zeigen kann hier. Wir bleiben für immer Freunde. Okay, ist natürlich noch ein bisschen durcheinander hier das Ganze. Das ist der Prolog, das ist jetzt Kapitel 1, Ruffy versus Buggy der Clown. Okay, dann würde ich mal sagen, dann starten wir das mal. Weiter. Wird mir da irgendwie ein Charakter Berry-Wachstum? Tatsächlich, das gibt's wieder. Wie geil ist das denn? Kizuna-Rush-Effekte. Okay, das gucke ich mir mal privat dann an. Also ein Charakter wird mir jetzt nicht vorgegeben, den ich nehmen soll. Ich würde mal sagen, ich nehme jetzt noch einmal Ruffy und danach mal jemand anderen. Weil ich meine, wenn ich den schon auf Level 5 habe, dann will ich den auch noch mal ein bisschen weiterspielen. Ist ja klar, Freunde. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, so viele Charaktere wie möglich in einem Let's Play zu nehmen. So. Kapitel 1, Episode 1. Ruffy versus Buggy, der Clown. So, das überspringen wir alles. Das brauchen wir nicht. Wir hören uns nur das richtig Coole an. お楽しみよ、海賊のお兄さん。え、何すんだ。ブワッハッハッハッハ。改造を返した上に親分打って一味に入りてえた面白え女だ。まったく、海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さて、ナミ。お前の元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す？私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で。海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの。違う、自分の命をかける覚悟だ。Da ist ja einer ganz ziemlich lustig hier unterwegs. ナミ、てめえ、どういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をおちょくるのも大概にしろ、小娘。派手に殺せ。まだ火が。
Also irgendwie kommt mir das vor, als ob das die Szenen aus OPPW 1 sind, die sie da benutzen. Kann es sein? いや、興味ねえな。俺は辞めたんだ。俺は興味あるね。てめえを殺せば長がる。本気で来ねえとチミるぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。 Oh, wenn ich mich, glaube ich, richtig erinnere, hat Zorro, glaube ich, dann die Kanone einfach umgedreht, Freunde. Okay, die Mission wird jetzt hier vorbereitet, aber ich würde dann noch sagen, dass wir doch das hier ganz schnell hier an diesem Part hier beenden und doch im nächsten Part weitermachen, weil diese ganzen Cutscenes, die gehen doch so ein bisschen lange. Aber naja, wir machen auf jeden Fall im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, Freunde, wenn es heißt, Ruffy haut mal wieder die Marine oder irgendwelche bösen Piraten um. Schaltet wieder ein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tödelö! Immer den Wolken hinterher, einer Legende auf der Spur, führt einen Weg dich übers Meer. One Piece. Finde den größten Schatz der Welt, du hast ab dafür trainiert. Dir gibt es nichts mehr, das dich hält. Lass dich von den Sternen führen.